Jo Leute, was geht ab? Heute sind wir bei einem Carshoot. Da ich ja letztes Mal hier Offroad-mäßig unterwegs war, habe ich mich hier auf dem Tuning-Treffen mit dem guten Fabian Hensler connected. Und er ist heute hier unterwegs, macht einen krassen Carporn. Es kommt noch ein Audi R8 nachher. Und ich sorge für die Aerials. Und wir machen auf jeden Fall noch Carshots während dem Fahren. Das wird auf jeden Fall mega krass. Wetter ist jetzt gut, leicht bewölkt, ein bisschen Wind, aber das kriegen wir schon hin. Ihr kriegt jetzt hier eine kleine Sneak Peek von dem Ergebnis. Und ja, dieses Video wird auf jeden Fall so eine Art Behind the Scenes. Ich bin gespannt. Let's go! Der R8 ist jetzt auch am Start und der Fabian, der legt da auch schon fett los. Ich mache so für ihn ein bisschen hier behind the scenes. Und jetzt machen wir erstmal, weil das Wetter gerade perfekt ist zum Shooten mit der Kamera, machen wir jetzt erstmal diese Session fertig, bevor ich dann jetzt gleich die Nahschool auspacke. Aber ich kann ja auch schon mal die GoPro einstellen. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me, so don't test me. Nah. So, jetzt mache ich mal die Testrunde. Wir haben ja gelernt, ne? Erstmal eine Testrunde fliegen, schauen, wie der Empfang ist. Ich habe neue Props drauf, weil nach dem Autorennen waren die krumm und verbeult und deswegen heute neue Props und mein kleiner Airbag hier wieder drauf. Heute Vorsicht, weil hier ist nur Stein und Metall und natürlich nicht in die Karre reinzufliegen, die wir jetzt hier filmen. Aber ich mache jetzt die erste Runde, mache ich locker. Nehme ich hier diese fetten Akkus und ich habe jetzt solche Signalsticker. Da kannst du dann hier wechseln zwischen voll und leer. Super geil, oder? Ah, diese Präaufregung. Die ist halt immer da, ne? Ich stelle mich jetzt hier so an. Und dann habe ich hier eigentlich guten Empfang. Und ich kann mit euch in die erste Runde mal noch mitnehmen. Ich weiß, es ist der perfekte Moment, um das Video zu pausieren, aber jetzt habe ich genau eure Aufmerksamkeit. Ich habe nämlich noch zwei wichtige Dinge für euch. Zum einen habe ich meinen Discord komplett umgestaltet. Also wenn du FPV-Pilot bist und mit mir oder anderen Begeisterten bei so einem Spot mal fliegen wollt, folgt auf jeden Fall in den Channel rein. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wir tauschen uns aus über Technik, Drohnen und es haben sich auch schon einige zum gemeinsamen Fliegen verabredet. Zweitens, dieses Video wird von Save It unterstützt. Save It ist die Cashback-App der nächsten Generation. Ihr könnt da eigentlich bei fast jedem Online-Kauf bares Geld sparen bzw. als Cashback zurückbekommen. Sei es Klamotten, irgendwelche andere Technik oder sogar beim Essensbestellen, Lieferando, Online-Blumen, was auch immer. Ihr könnt dort auf jeden Fall bares Geld sparen. Und das Coole bei Save It ist, ihr unterstützt passiv auch noch Creator wie mich. Bis morgen, dem 29. September, laufen auch noch die Save It Days, wo einige Händler Special Deals haben, wo ihr noch mehr Geld sparen könnt. Ihr könnt euch Save It mit diesem QR-Code runterladen, seid dann direkt bei mir mit in der Unterstützung dabei. Ansonsten findet ihr meinen Creator-Code auch unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch für den Support, ich danke Save It für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, ein bisschen hier mal den Überblick verschaffen und wieder ruhige Finger kriegen. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. HD sieht gut aus, Funk sieht gut aus.
Wind ist gerade viel da. Okay. Das geht hier ganz gut. Jetzt, wo der Wind weg ist, hast du wieder richtig gut Kontrolle. Geht schon. Ist halt eng, ne? Super eng. Aber ein paar coole Shots können wir hier machen. Ja, so langsam wird die Hand ruhiger, aber ist schon irre. Schon irre. Weil hier so viele Sachen sind, wo man dagegen fliegen kann. Okay, ich nehme mal noch den Akku kurz mit, um mal zu schauen, wo wir noch hingehen könnten. Hier können wir auf jeden Fall nachher die Fahrtshots machen. Okay, jetzt wird's wild. Kleiner Akku drauf, Hero 11 Mini drauf. Muss ein bisschen so stehen. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Einfach fallen, gell? Ja. Naja. So, ich bin jetzt die ersten Runden geflogen und er hat jetzt die ersten Shots drin. Und jetzt hatten wir gerade diesen Moment, wo wir gesagt haben, warte mal, jetzt könnten wir mal anfangen zu denken, wie synchronisieren wir uns. Und dann haben wir jetzt so eine Überlegung, dass ich zum Beispiel von hier hinten reingekommen bin, so aufs Auto. Und es tut mir leid. Und er dann quasi mit dem Gimbal mit der Kamera hier so fett drauf kann. Und dann habe ich diesen einen mega krassen Looping hier außen rum gemacht, so eine Art Powerloop, hier wieder drauf. Und er filmt dann hier. So, hier einmal so. So, batsch. Und dann geht die Drohne quasi hier oben drüber und dann da außen rum. Ja, keine Ahnung, es ist das erste. Das ist so alles zusammengepasst. Für ihn das erste Mal mit Drohnen-Footage und für mich das erste Mal, dass wir so versuchen, hier diese beiden Sachen zu kombinieren. Ja, zu kombinieren. Aber das. Ich glaube, das kommt gut. Ich glaube, das wird gut. Ja? Ja. Willst du ihn jetzt woanders hinstellen? Nein, da fährt einfach eine Szene, wie er von da hinten auf die Fläche auf dem Platz fährt. Ja. Okay. Und wo machen wir dann die Rolling Shots? Würdest du die dann Richtung dem Kreisverkehr nachher machen, oder? Können wir machen, so eine Landstraße oder so. Ja, ich glaube, wir haben da hinten eine Gerade. Ja, müssen halt schauen, ob wir uns dann woanders hinstellen oder ob wir das von hier aus machen können. Es bricht schon wieder so eine halbe Hektik aus, weil ich natürlich noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material sammeln möchte. So, jetzt ist der R8 dran. Hier sind wir soweit fertig. Ja, ich würde sagen, das war geil. Ja, wenig Schwund ist immer. Bisschen Schwund ist immer. Aber das war schon gut. Ja.
Wir machen jetzt in der 8. Voll geil. Yes. Deep Dive in die Technik. So, ich habe kurz Pause. Wir machen jetzt den R8. Der BMW ist jetzt hier erstmal fertig. Hier. Wir machen aber noch gleich Rolling Shots. Fabian ist jetzt gerade da am dynamischen Filmen mit dem R8. Ist übrigens sehr geiles Modell. Audi R8 V10 Handschalter. Also wirklich, wirklich krass. Und dieses alte Modell halt noch. Ich finde halt einfach, das Ding sieht halt aus wie der von Will Smith aus I, Robot. Mit dieser tiefen Schnauze vorne. So wie dieser RSQ aus dem Film. Brutal. Sowas wie heute liebe ich. Nur kreativ Schaffende hier unterwegs. Und alle so, ey, wir machen noch da und wir filmen noch da. Und das wird noch fett aussehen und bla. Und so macht es einfach richtig Laune. So macht es richtig Bock. So. Jetzt kommen die Rolling Shots. Wir parken gerade ein bisschen um, tun uns umarrangieren. Und dann ist jetzt der Plan, dass wir erstmal Videos machen mit der Drohne beim Fahren. Und danach machen wir noch so einen wilden Scheiß hier aus dem Auto raus filmen, dass wir so richtig crispy Stuff kriegen. Das wird auf jeden Fall wild. Das Coole ist jetzt natürlich im Vergleich zum Autocross, dass wir jetzt sehr konstant fahren. Das heißt, ich kann mit dem Kopter versuchen, schön langsam nah heranzukommen. Ja, das wird gut. Da kommen jetzt auf jeden Fall da hinten zwei richtig geile Geraden. Und da gehen wir jetzt hin. So. Wir wollten dann so richtig cool in der Kolonne fahren. Und ich saß im BMW drin mit der FPV-Brille auf dem Kopf. Aber als wir dann so im Fahren waren und dieses harte Fahrwerk von dem M3 dann gearbeitet hat, hat es mich so dermaßen durchgeschüttelt, dass ich einfach nichts mehr wirklich sehen konnte. Wir haben dann hier eine kurze Pause gemacht und ich hatte ja ein frisches Pack auf dem Kopter, also haben wir den R8 nochmal vor an den Kreisverkehr geschickt und ich habe dann auf jeden Fall von ihm noch ein paar richtig geile Aufnahmen gemacht. Wir standen dann da an der Seite halt wie bestellt und nicht abgeholt und da es so krass gewindet hat, dass ich den Kopter kaum runterbekommen habe, haben wir entschieden erstmal was anderes zu machen und Fabian hat dann aus dem Tesla raus einfach nochmal richtig alles gegeben. Und hört da mal hin, mit dem leisen Tesla ist es natürlich absolut perfekt.
Fabian hat mal so richtig gezaubert, deswegen hier der Carporn vom R8. So Leute, wenn euch solche Videos gefallen, wo ich so Karren hinterherfahre, checkt auf jeden Fall dieses Video aus. Da war ich in Albruck beim Autocross. Und jetzt kommt hier meine ganze Drohnen-Playlist. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch und ciao.